Da sind wir wieder zurück. Qualifikationstraining, Großer Preis Australien. Auf geht's. Wir beginnen jeden Moment mit der heutigen Qualifying Session hier in Melbourne beim Grand Prix von Australien. Also Stefan, du bist ein eifriger Beobachter der Fahrer. Was meinst du denn, wie gehen sie mit dem Druck um, diese eine perfekte Runde jetzt abliefern zu müssen? Es geht nicht so sehr um den Druck und wie man damit umgeht. Eher darum, wie man sich auf Risiken einlässt und wie viel man letztlich riskieren will. Man balanciert das Auto betreffend Bremsen, Kurven, Fahren und Bodenhaftung immer am absoluten Limit des Grips. Über die Dauer einer gesamten Runde hinweg passiert es eben leicht, diese Balance falsch einzuschätzen. Und darum ist es so schwierig, eine perfekte Runde zu fahren. So. Da sind wir wieder im Auto. Und das heißt, wir können loslegen. Ja, wir wollen natürlich keine Volkswochenende los fortsetzen hier. Dreimal Platz 1 in den ersten drei Trainings ist schon mal gut. Kann auch gerne so weitergehen in den nächsten beiden Sessions. Dann hätten wir das Ding nämlich gewonnen und einen guten Auftakt geholt. Aber das Qualifikationstraining und das Rennen wird natürlich nochmal ein bisschen was anders werden als die Trainings so. Aber schauen wir mal. Es fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an. Natürlich möchte ich gerne oder den WM-Titel am Ende der Saison. Heute, die Saison will ich auf jeden Fall liefern. Das war in der letzten Saison noch anders. Da wollte man ein gutes, erfolgreiches Jahr fahren und im zweiten Jahr angreifen. Mal gucken, ob wir es diesmal hinbekommen. Der Auftakt ist auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend. Aber ja, ich denke, die Konkurrenz wird genauso gearbeitet haben. Also schauen wir mal, wie es jetzt losgeht. Ab jetzt zählt es offiziell. Jens Twoll auf jeden Fall vorne. Ein Williams auf Platz 1. Also das hat man auch. Gut, das hat man letzte Saison sehr genüge. Aber schauen wir mal, was sie so holen. So, Leclerc setzt nach dem Ferrari. Aber ich möchte ja natürlich auch noch ein bisschen liefern. Boah, das sind 23er Zeit. Die fahren aber nicht ganz. Reicht nicht für Platz 1. So, jetzt haben wir. Da steht unser Teamkollege uns ein bisschen im Weg. Die Runde ist definitiv kaputt. Die Runde war definitiv kaputt. Vorne Verstappen und dann Bottas. Und hier zumindest auf Platz 3 noch. Aber dann mal ein bisschen Zeit liegen lassen. Definitiv. Und vielleicht mit einem neuen Satz, dass wir nochmal vorne sind. Mal gucken.
Ja, gut vorne mit dabei auf jeden Fall. Beim ersten Schuss auf 3. Renault mit gut dabei, Platz 7, Platz 10 momentan. Auch in der zweiten Saison, wo wir gesagt haben, wir haben Titel holen und zumindest auch den Konstrukteur, also wir haben die großen Teams angreifen. Es fehlt ja leider nicht viel, um Vize-Weltmeister zumindest zu werden. Im letzten Rennen haben wir es ein bisschen, hätten wir nur ein Auto rüberholen müssen, dann hätten wir es geschafft. Aber die Saison, wie gesagt, jetzt wollen wir angreifen. So, jeder hat seinen ersten Schuss gesetzt. Mal gucken, wie es dann aussieht im zweiten Versuch. Zweiter Sektor ist schneller als alle anderen. So far, our fastest lap is a 1 minute 23.5. Ja, ein Hundertstel. Wenn wir da ein bisschen schneller gefahren wären, wären wir vorne weg gewesen. Oh, die hat ein Auto vor uns. Das ist das Problem an der Sache. Ich komme sofort wieder. Das sind mal ein paar Minuten alleine.
So, da bin ich wieder. Wir müssen nochmal raus auf jeden Fall auf die Strecke. Wir wollen ja diese kleine Erfolgsspur weitersetzen, die wir seit dem ersten Training haben. Und zwar einen Weg lang auf 1 auf der, in der Session. Das heißt, wir müssen nochmal ein bisschen was liefern. Momentan nur Dritter. Jetzt haben wir genug schönen Verkehr vor uns. Super, ey. Super, da hat man es geschafft und dann steht es ein Auto im Weg. Och Mann, fahr doch. Genau, schieß mich weg am besten. Ist vorbei. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Verstappen, Hamilton und Valtteri Bottas. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Naja, schauen wir morgens an.